ドイツ人からドイツ語を勉強したい方、一人だとなかなか勉強が長続きしない方、その悩みを解決します。概要欄にクリックをしてくださいね。ハロー。ハロー。Wie heißt du? Ich bin Imke. Wo wohnst du in Deutschland? Ich wohne im schönen Norden in Ostfriesland. Okay, und jetzt die Frage, wenn man von Japan nach Ostfriesland kommt, was sollte man sich dort unbedingt ansehen? Was ist die Top 5? Was würdest du sagen, ist die Nummer 5, wenn man also nach Ostfriesland kommt? Unbedingt nach Ostfriesland kommen? Ich habe in meinem Studium mir ein Hobby draus gemacht, alle Japaner, die ich kennengelernt habe, nach Ostfriesland zu schleppen. Und jedem hat es gefallen. Also ich war schon am Überlegen, hey, du könntest so ein Tourismusbüro hier aufmachen. Ich glaube, die Japaner profitieren davon. Das, was ich auch gerne gezeigt habe, also ein Teil von Ostfriesland, sind die ostfriesischen Städte. Mhm. Die ostfriesischen Städte sind nicht sonderlich groß. Mhm. Also alles in Ostfriesland ist relativ überschaubar. Die ostfriesischen Städte sind zum Beispiel Emden, Aurich, Leer, Norden, Wittmund, ja. Also es gibt noch kleinere Städte, das sind so die großen. Und das sind Emden und Leer zum Beispiel, sind auch große Hafenstädte, da passiert viel auch wirtschaftlich. Emden hat Volkswagen als einer großen Standorte in Deutschland. Leer hat viele Reedereien, also es passiert schon ein bisschen was wirtschaftlich, ist nicht nur Dorf hier. Und natürlich kann man da auch shoppen gehen. Also man kriegt da alles Mögliche, was man haben möchte. Man kann da essen gehen, super. Also es ist wie so eine kleine Stadt, wie man sich die in Deutschland auch einfach vorstellt. Man kann da eine Menge machen. Das wäre auch etwas, wo man spazieren gehen kann, wo man ein Eis essen gehen kann. Das, finde ich, gehört auch so ein bisschen zu Urlaub in Ostfriesland dazu. Und das machen auch viele Touristen, die hierher kommen. Das ist Nummer 5. Was ist die Nummer 4? Nummer 4 sind die kleineren Hafenstädte. Ich habe ja jetzt schon Emden und Leer zum Beispiel genannt, oder Norden auch als große Hafenstädte. Und jetzt gibt es auch noch kleine Orte. Die sind unglaublich schön. Also es ist so urig und niedlich und kleine Kutterboote stehen da. Und man kann sich das wirklich vorstellen, wenn man sich so alte Filme anguckt. Aus dem Norden, aus Ostfriesland, vielleicht auch ein bisschen aus, vielleicht denkt man auch als Japaner so an Skandinavien ein bisschen. Und es ist natürlich alles Backstein. Also wenn man mal in Yokohama war, so ein bisschen diese Steine, die roten Steine überall, mehr hat man eigentlich nicht. Und es ist ein tolles Gefühl, in diesen kleinen Städten, Orten zu sein. Dazu gehören, also mein Lieblingsort ist Greetsiel. Greetsiel, da wird viel Krabbenkutterei betrieben, jetzt in letzter Zeit mit Corona natürlich auch ein bisschen weniger, aber die sind sehr berühmt dafür, da kann man gut Krabben essen gehen. Okay, und was ist die Nummer 3, wenn man Ostfriesland kommt? Die Nummer 3 ist ein bisschen abhängig davon, welche Zeit man kommt, das ist die Seehundaufzuchtstation. Wir haben bei uns ja in Ostfriesland das Wattenmeer und die ostfriesischen Inseln. Und wir haben viele Seehunde auch natürlich. Und da kann es immer mal passieren, dass ein kleines Baby seine Mama verliert. Und das Baby liegt dann am Strand und findet Mama nicht. Dann ist es so, dass meistens ein Tourist oder ein Passant den Heuler findet, ihn nicht anfassen darf natürlich, ihn von Weitem beobachten muss, ob Mama wiederkommt. Wenn Mama nicht wiederkommt, muss man dem Kleinen natürlich helfen und dann kommt er in die Seehundaufzuchtstation. Da gibt es die Möglichkeit für Besucher, auch natürlich, um diesen Ort zu finanzieren, mit Eintritt da reinzukommen, ganz viel über das Wattenmeer zu lernen, über die Seehunde zu lernen und die Seehunde auch von Weitem in ihrer in der Umgebung, in der sie jetzt erstmal aufgezogen werden, auch zu beobachten mit Kameras online und auch vor Ort. Und wenn sie dann groß genug sind, auch wieder eigenständig dann auf die Reise zu gehen, werden sie auch wieder ins Wattenmeer ausgesetzt. Und was kann man sonst machen? Was ist die Nummer 2? Die Nummer 2, was habe ich denn auch geschmacht? Ja, Nummer 2. Was habe ich leider auch schon ganz lange nicht mehr gemacht, ist Wattwandern. Wir haben ja Ebbe und Flut hier. Ich weiß nicht, inwiefern das Japan gerade so ein bisschen habt ihr, glaube ich, auch, aber nicht so dramatisch wie, glaube ich, bei uns hier.
Man muss sich das so vorstellen, wir haben ja die Küste, oben drüber sind die Inseln und dazwischen ist Wasser. So, wenn aber Ebbe ist, dann ist da mal gar nichts und dann kann man darüber laufen, wenn man die Wege kennt. Es gibt speziell ausgebildete Trainer, die die Wege kennen und auch wissen natürlich, wie man im Notfall auf sowas reagieren muss. Und mit denen kann man in der kleinen Gruppe vom Festland, also von Ostfriesland, zu einer Insel laufen. Das geht nicht bei jeder Insel, aber ein paar kann man machen oder von Insel zu Insel auch. Und man kann unglaublich viel unterwegs sehen, ne? Also sei es jetzt nun Wattiere, Vögel und man kann das barfuß machen, wenn man sich das traut. Und ansonsten gibt es hohe Gummistiefel. Okay, und was ist die Nummer eins, wenn man nach Ostfriesland kommt? Das sollte man auf jeden Fall machen. Ich habe schon ein bisschen angeschnitten, sind die ostfriesischen Inseln, auf jeden Fall. Wenn man Zeit hat, muss man einen Tag auf einer ostfriesischen Insel verbringen. Wenn man noch mehr Zeit hat, am besten eine Woche oder wenn man da bleiben möchte, kauft man sich ein Haus. Aber es ist sehr teuer. Die ostfriesischen Inseln sind alle sehr schön. Die sind alle so ein bisschen anders. Es gibt so zum Beispiel Spiekeroog, ist die kleine grüne Insel. Die ganzen Häuser sind in bestimmten Stil gebaut, also sehr. Ja, mit grünem Holz und da hast du Pferde und es ist klein, du hast keine Autos da. Dann hast du ja so ein bisschen mehr, wo ein bisschen mehr Action ist. Es ist zum Beispiel Langeoog, da hast du aber auch viel Fahrrad, keine Autos. Das Einzige, was du dann hast auf den Inseln, sind E-Karren, damit die natürlich auch von der Insel ihren Transport haben für die Läden, Gastronomie und alles. Aber keine Autos. Es gibt eine Insel, zum Beispiel Borkum, die haben Autos, die fahren dann gibt es auch Autofähren, die hin und her fahren, die sind ein bisschen größer insgesamt. Auch Norderney hat Autos, sofern ich mich jetzt richtig erinnere. Da sind auch Kliniken, weil also vielen hast du die Möglichkeit, Kuren zu machen, Reha zu machen, sei es jetzt für schlechte Atemwegserkrankungen oder sowas oder Neurodermitis oder alles Mögliche, was man eigentlich machen kann, weil die Zeit läuft da langsamer. Du hast die Strände, du hast das Meer, du hast die Salzluft und es ist einfach nur schön und es ist natürlich auch sehr voll. Also unglaublich viele Touristen, unglaublich vieles touristisches Angebot, Kinderbetreuung, alles Mögliche kann man da machen. Und das ist eigentlich Top 1. Und jetzt die Frage an euch: Wart ihr schon mal in Ostfriesland? Und wenn, wo wart ihr in Ostfriesland? Und wenn nicht, wo wollt ihr nach Ostfriesland gehen? Schreibt das bitte unten in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und vielen Dank an die Imke. Tschüss! Bitte, tschüss.